Heute präsentiert sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Das wird ihm allerdings in den nächsten Tagen nicht mehr gelingen, denn Hochdruckeinfluss wird ihm doch eher durch wachsenden Wetter ein Ende bereiten. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen. Wenn wir einmal auf den Luftdruckfilm schauen, dann können wir sehen, dass heute eben doch noch mal tieferer Luftdruck bei uns den Ton angibt, sich Hochdruckeinfluss allerdings schon auf dem Vormarsch zu uns befindet und dann bei uns zunehmend in den nächsten Tagen für freundlicheres Wetter und auch mehr Sonnenstrahlen sorgen wird. Wir blicken noch einmal auf die Ensemblevorhersage vom GFS-Modell für den Luftdruck im Erzgebirge. Und auch hier können wir erkennen, dass der Luftdruck momentan noch verhältnismäßig tief ist und dann deutlich ansteigen wird und tatsächlich über 130 Hektopascal erreichen wird. Heute allerdings, da geht es nochmal wechselhaft zu. Einige Schauer sind mit dabei, auch Regenfälle, dazu viele Wolken, ab und zu auch trockene Abschnitte und stellenweise kommt auch die Sonne hervor. Die Höchstwerte machen zwischen 9 und 17 Grad dabei Halt. In der Nacht, da werden die Temperaturen dann schließlich auf 10 bis 4 Grad zurückgehen. Dazu sind auch nochmal Regenschauer über dem Norden unterwegs und im Süden auch nochmal anhaltender Regen. Zunehmend kann es dann auch mal auflockern und dann bilden sich gebietsweise auch Nebelschwaden. Die muss die Sonne dann am Donnerstag teilweise erstmal auflösen, dann kommt sie vielfach zum Vorschein. Wolken sind allerdings auch nochmal mit von der Partie, besonders auch im Norden. Hier bringen die Wolken auch gebietsweise ein paar Regentropfen mit. Zu Beginn des Tages fallen auch nochmal Regentropfen im äußersten Südosten. Die Temperaturen erreichen dazu maximal 16 Grad. Am Freitag, da machen die Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad Halt. Dazu können wir schon sehen, der Hochdruckeinfluss kann sich noch etwas besser behaupten. Wir bekommen noch mehr Sonnenstrahlen als am Donnerstag. Allerdings auch einige Nebelschwaden, die sich auch besonders am Vormittag lange und zäh halten können, gegen die sich die Sonne zunächst durchsetzen muss. Dichtere Wolken sind dabei im Norden teilweise nochmal mit dabei. Und am Samstag zum Start in das Wochenende kann die Sonne sich dann noch etwas besser behaupten. Allerdings auch am Samstag müssen wir uns wieder vor allen Dingen am Vormittag auf reichlich zähe Nebelschwaden einstellen. Die Temperaturen kommen dazu auf 10 bis 16 Grad voran. Es geht also mit einem recht freundlichen Herbstwetter weiter, nachdem wir den heute wechselhaften Tag überstanden haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne den Daumen nach oben. Klickt auch noch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.